Die Spielliste geht noch 5 Tage, also nächsten Freitag noch, nächsten Montag dann nicht mehr. Okay, dann wollen wir sie mal nutzen. Wenn auch erstmal alleine, aber das wird sich noch ändern. Bin ich mir sicher. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Favela. Ich war bei Ella noch nicht ganz... Nee, ich war bei Witchell zuletzt, stimmt. Der nicht Fahrrad fahren kann. Hat er da eine Spritze oder war das einfach Hintergrund? Er hat da eine Spritze an der Waffe. Hä? Okay. Moment. Hä? Ach, da unten ist eine Spritze dran. Hä? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Nee, eine Spritze, nicht eine Ampulle. Was hat denn das für einen Hintergrund? Oh, es geht los, aber angeknabbert. Nanu. Wundert mich ja gar nicht, wenn ich allein unterwegs bin. Runde 2, darf ich die wenigstens noch mitspielen? Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Ich glaube nicht. Beschützt den Biogefahrgutbehälter um jeden Preis. Preis dich an. Da ist Blitz. Ah, hallo, Ash. Hab mich als Verteidiger bisher kaum um die Kameras geschert. Zumindest nicht in der Anfangsphase einer Runde, weil ich da mit Kapka noch beschäftigt bin. Sonst mache ich das ja gut je nach Karte auch relativ gerne. Einfach nachgucken, welche Operatoren auf der Angreiferseite sind, um dem Team einfach die Info zu geben. Hier, darauf könnt ihr euch einstellen. Eben solange es noch so viele Kameras wie möglich gibt, ist da die Wahrscheinlichkeit nun mal am größten. Ein Gegner verbleibt. Ich bin der einzige Neue im Team. Gegnerteam ist jeder schon zweimal gestorben, außer der Viertplatzierte, die Ash. Aber die lebt ja noch. Ich denke mal, die bleibt drin. Die haben wir schon drin gesehen. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Das könnte schon die letzte Runde sein. Das mag ich halt nicht. So sehr ich mich eben freue, wenn bei uns jemand reinkommt, damit wir einfach wieder vollständig sind, so sehr kann ich es auch verstehen, dass man einfach genervt ist, wenn jede zweite Partie, der man beitritt, einfach schon angeknabbert ist, eben wenn man alleine spielt. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Guten Tag. Dann gehen wir mal rüber. Ah, Käfer. Scheiße. Fällt mir noch einer. Käfer. Ah, Maestro habe ich noch gar nicht gesehen oben. Also ist das schon identifiziert, aber habe ich noch gar nicht oben rechts wahrgenommen. Das ist der Westen. Dann guckt schon Kameras. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Der wollte bloß gucken, was Mozzi schon für einen Fang gemacht hat. So schaut's aus.
Durchscan entdeckt. Kamerafrau haben sie ja noch. Und die Kamera hier hinten. Ne, die ist hier. Die ist schon kaputt. Bitte haben sie ja Kapkan als letzten. Was ist das denn? Okay, irgendwelcher Krümel-Scheiß. Bin ich jetzt ans Fenster gehe, kommt jemand an. Achtung! Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren. Den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Geht auch ein Gegner. Feindliche Aktivitäten. Was ein Lutscher. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Da oben geht's ganz schön ab. Aber wir haben ja noch fast 2 Minuten. Sicherung des Behälters beenden. Hab ich gar nicht nach weiteren Kapkamin geguckt. Den Biogefahrgutbehälter sichern. Nur noch ein Gegner übrig. Er ist nicht im Raum. Geh ich mal schnell rein. Weder kommt jetzt den Weg, den ich gegangen bin. Gut gemacht. Der Behälter ist sicher. So einfach kann man Sieg mitnehmen. Nichts gemacht, außer gesichert und in der Kamera am Ende gewesen. Oh, cooles Geräusch, Achtung. Das finde ich das Beste an den Tüten. Dieses coole Tütenkombo-Geräusch. Da drehe ich den Kopfhörer mal extra laut auf. Leise aufdrehen ist nicht drin. So, einmal angeknabbert, bitte. Natürlich angeknabbert, Runde 3. Darf ich die noch mitspielen? Wow. Fertig? Bin gerade Runde 3. Bei mir bist du im Menü. Nö. Schon die zweite Partie, aber beide schon angeknabbert gewesen. Toll, 3 gegen 5. Dann hätte ich 2 Partien gespielt und 2 Runden in Summe. Ah, verfranst. Ja. Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Weiter zum Biogefahrgutbehälter und diesen sichern. Ups. Vektormagazine! Verdammt, Fenster vorbei. Gar nicht nach Kapkamin geguckt.
oben ist auf jeden Fall jemand. Oben ist noch wer. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Ist sie da drüber gesprungen? So, zweite Partie fertig. Solltest du es auch bloß eine spielen? Ich habe ja auch keine ganze Partie gespielt. Waren nur zwei Runden.
Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Der Rest meiner Runde ist gleich die Rumstopp. Na, muss ich noch anziehen. Erstmal Minen anbringen. Lock auf Kern. Da Aroni stirbt. Ah, ich dachte, die hat umgebracht. Du Aroni, du. Identifiziert unten. Pack mit schwarzem Balken. Setze Elektroeinsatzschild ein. Du Vollidiot! Komm nur. Schön, dass es so wenig hatte. Hier sieht die Kamera nicht, oder was denn? Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Das war jetzt komisch, jetzt kam hier so ein Schrei so, Camera on the wall, von links. Man. Hier rennt, leider ist da keine Kapkamine mehr. 15 Sekunden. Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Das muss nur eine Kamera gewesen sein. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Komm, wir können vor hier oben. Die Platten weitergeben. Wandverstärkung angebracht! Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ach, der Hilfe ist eine Wand zu. Ein Stück.
5 Sekunden. Ich sende meine Begleiter ein. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Die da gelegten Sicherheitsabstand halten. Zugangssperre scharf gemacht. Ich rufe meinen Abstand halten. Präpariert. Nicht in den Explosionsradius kommen. Pedal gelegt. Sicherheitsabstand halten. Zeit für eine kleine Show. Drei Kameras von Zero kaputt. Und er selbst ist auch kaputt. Okay, da oben ist jemand, hat gerade die Kamera gekrümmt. Die Sau haben sie. Noch jemand Müllschlucker, wie es klingt? Ja, oh, kein Lederkack. Ein Gegner verbleibt. Scheint auch Müllschlucker zu sein. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Klingt hier eins oben. Norden habe ich markiert. Müssten auch da sein, wo wir waren. Guten Tag. Die Erde. Hoch. Eins weiter beim Müllschlucker. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Willkommensmatten. Biogefahrgutbehälter. Oben liegt einer rum, da geht auch keiner hin. Weiter zu seiner Position.
was? Geh doch nicht immer da unten rein, ey. Mann, das bringt doch nichts. Da ist der beste Einstiegspunkt für mich. Kann jeder runterspringen. Na und? Ja, fließt aber am angenehmsten hochzugehen. Oder generell reinzugehen. Jetzt hätte ein Teamkollege gesprengt werden müssen. Na komm. Verbleibender Gegner. Ist halt MG eliminiert. Aus dem Erdgeschoss heraus. Gibt es bessere Einstiegspunkte? Ne, finde ich bisher nicht. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Scheint wieder oben zu sein. Hm? Echo haben wir nicht. Gut gemacht. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Kennen wir schon. Ella, kennen wir schon. Hallo, Capcom. Au. Noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Weiter zum Standort des Biogefahrgutbehälters. Ich lade nach! Einmal Juppe weg. Vision haben sie noch. Gelben Ping ist einer. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Ach komm, Mais.
den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Ja, guten Tag. Oben wieder Münzen. Was wartet denn jetzt hier? Position des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Erlaubnis zum Angriff. Wechsle Magazine. Der Echo. Einmal weg. Nein, ich bin noch nicht so weit gelaufen, Mann. Was ist denn das jetzt wieder, ey? Na, das ist okay. Verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Ach komm. Mann. Kommt dir jemand gegenüber Treppenhaus? Es bleiben noch 15 Sekunden. Es bleiben noch 10 Sekunden. Eigener Druck neutralisiert. Gibt's bitte heute Löffelpizza?
geht's ja ab drüben. Oh, die Gegner haben am Aru. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Taten sind mehr wert als Worte. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. 10 Sekunden. Nur noch 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Complete with a restaurant bar and a nightclub for you to enjoy. Especially of note is our brand new museum, located at the base of the castle, which includes a medical center and a large hall featuring extra. Ups, gleich reif. Jetzt. Puh, noch erwischt. Der Jackal. Er guckt sich das die ganze Zeit an. Das ist ein Depp. Behälter zu sichern, eingestellt. Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Restaurantempfang einer? Zwei bei der Bar. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Wieso springt denn der da rüber, ey? Meine Fresse. Statt die Tür einfach an zu bewachen, Alter, nein. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern.
verstärkt! Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Es bleiben 10 Sekunden. 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ach kommt Leute, was? Das ist doch nicht euer Ernst, ey, Mann. Da draußen am Fenster hängt auch noch einer. Jetzt muss der Armutbehälter beschützen. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Nicht Medium. Einsatz in 5 Sekunden. Position des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Erlaubnis zum Angriff. Ja. Ihr habt den Biogefahrgutbehälter gefunden. Weiter zu seiner Position. Im Teezimmer. Vollgewacht, seine Lenkgranaten dafür nichts reinzuballern.
gerade ihre Aufklärung. Oh, komm schon. Ja, klar. Sie kommen immer ins Plaudern, bevor sie verbluten. Nur noch einer vom eigenen. Ach, toll. Die sind plötzlich zwei down gewesen, ey. Ich kapier's. Angeknabbert. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Oben, Frau Frost, hallo. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Oh, Kamerafrau haben sie noch? Echtrollner fährt gut rum. 5 Sekunden. Die geht in Verteidigung schon aus dem Weg. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz.
Schärfer wurde erneut gesichert. Ein Gegner verbleibt. Achtung, Explosion! Bombe gefunden. Einer von den Gegner eliminiert. Oh Mann. Was? Du bist raus? Warst du lange inaktiv oder? Hast du kein Internet mehr? Antworte auch ohne Internet jetzt. Die Bomben schützen. Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Letzter verbleibender Gegner. Setze Magnet an. Magnet an dir. Stacheldraht in Position! Mission erfolgreich. Du meinst, es war richtig, so den Schärfer einfach so liegen zu lassen? Ja. Der arme kleine Kerl, der hat gefroren. Die
Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend planen. Achtung, ein Bombenstandort ist in Gefahr. Entdeckt. Eine Bombe lokalisiert. Eingang präpariert. Nicht in den Explosionsradius. So, mal die Amaro, die vorhin mitgenommen hat. Da ist keine. Abstand halten. Türbarrikade angebracht. Zugangssperre angebracht. Sollen Sie nur kommen. Fuse. Letzter verbleibender Gegner. Steht 2-1 und wir zu fünft gegen ein Capitão. Das Bild haben sie mitgenommen von der alten Karte. Gewonnen. Ja, bei Favela ist es bisher mein Lieblingseinstiegspunkt als Angreifer. Und beim grünen Badezimmer ist auch gerade keine andere Position. Die beiden Treppenhäuser sind da im Mox. Die waren früher toll. Außenwand wäre noch eine Möglichkeit. Ansonsten ein Außenfenster in der Ecke wäre ganz gut. Aber hier gibt es, glaube ich, keins in der Ecke. Ich bleib erstmal dabei, grünes Badezimmer, da geht's rein, bis ich was anderes entdecke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.